Yo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Na, habt ihr gedacht, ich lasse euch heute wieder im Stich? Keine Sorge, ich bin natürlich für euch da und dieses Video wird genauso smooth wie dem Typen seine Frisur hier. Der hat einfach Wasserrutsche auf seinem Kopf. Genau das könnten irgendwelche Jungs am Skatepark benutzen als Halfpipe. Und dann so drüber springen mit Ollie Kickflip 360 Backflip und alles. Stabile Frisur, Bro. Wirklich. Richtig, richtig stabil, ja? Und damit heiße ich euch noch einmal herzlich willkommen. Heute haben wir mal wieder abgefuckte Clips, die ich irgendwie gefunden habe, als ich Langeweile hatte. Das hier ist ein Playboy aus dem Jahr 1977, der einfach, ja, nur aus Pappe ist. This is a limited edition Braille Playboy from 1977. Ah, chillig. Da bekommt man ja wirklich etwas für sein Geld. Dieser Playboy ist wahrscheinlich nur was für blinde Leute. Die schauen sich das Ding auch dann so an. From 1977. Das ist wirklich gottlos, Mann. Aber immerhin haben die Blinden jetzt auch ein bisschen Spaß. Ich gönn's denen. Und wisst ihr, wem ich absolut nichts gönne? Dieser Generation an Kindern hier. Als ich dieses Video gesehen habe, frage ich mich echt, yo, what the f***, in was für einer Zeit sind wir angekommen? Sind wirklich alle Kinder von heutzutage verloren? Was macht er da? Auf seinem Laptop spielt er Roblox? Rechts daneben ist er auf TikTok am Swipen nach Roblox TikToks. Und auf seinem Fernseher daneben läuft natürlich auch noch sein Lieblings-Roblox-YouTuber. Die Aufmerksamkeitsspanne von diesem Kind muss so im Arsch sein. Ich will echt nicht wissen, wie sich die Eltern fühlen müssen. Und welche Eltern unterstützen sowas überhaupt? Der Junge ist doch komplett am Arsch und das schon mit 5 Jahren. Genau das hier ist der Grund, wieso unsere Welt verloren ist. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass diese Generation uns tragen soll. Wie soll das denn bitte funktionieren? Ja, nee, chillig, ne, alles gut. Da fehlt eigentlich noch ein drittes, viertes Handy, um noch mehr nach Roblox zu swipen. Und wie gefickt muss eigentlich sein Gehirn sein? Schaut mal bitte, wie schnell er dort am Swipen ist. Der bekommt doch überhaupt nichts mit. Der macht einfach Speedrun auf TikTok. Oh my God, wir sind verloren. Bewerte mal diesen Dönerbag und schätze, was er kostet. Ja, so... Oha, Dönerbag? Döner zum Mitnehmen, schnell verzehren, hört sich eigentlich ganz gut an. Und schätze, was er kostet. Ja, so 15 Euro. Probier ihn doch gerne mal. Einfach der neue Anzeigenhauptmeister wurde für das Video gefunden. Ja, der trocken, hat schon ein bisschen was von... Thailändisch. Würde ich jetzt nicht essen. Ja, würde ich jetzt nicht essen, ne? Schmeckt scheiße. Danke für das Produkt, aber schmeckt scheiße. Immerhin ist er ehrlich. Und immerhin zeigen sie es. Thailändisch. Würde ich jetzt nicht essen. Wir sind transparent und zeigen es trotzdem. Aber folgst du uns denn schon? Ja, natürlich. Dann kriegst du einen ganzen Wochenvorrat von uns. Ja, dankeschön. Wow, er sagt, schmeckt ihm beschissen. Und als Dank dafür bekommt er erstmal 30 Stück davon. Darüber wird er sich bestimmt freuen. Der Arme bereut es jetzt richtig, dass er gesagt hat, dass er am Folgen ist. Der hat den ersten Dönerbag nicht mehr aufgegessen und jetzt bekommt er 30 als Nachladung dafür. Richtig gutes Marketing von der Dönerbag-Filiale. Nice. Die Einschätzung von diesem Typen hat mir gereicht, dass ich mir niemals diesen Dönerbag holen werde. Ich küsse ja wirklich euer Herz, Jungs, ja? Ich find's auch echt gut, dass ihr helfen wollt, so. Aber was macht ihr denn da? Wollt ihr mich verarschen? Ihr versucht doch nicht wirklich, das Feuer mit Erde auszumachen, hä? Das kann doch nicht echt sein, oder? Was versucht ihr da? Was sind das für Shots? Was macht ihr da? Wo geht diese Schaufel Erde hin? Oder diese hier? Oder diese hier? Perfekt. 100% Willenskraft und 0% Erfolg. Das war's mit dem Haus. Wenn das die Feuerwehr in meinem Dorf ist, dann rufe ich sie erst gar nicht, wenn irgendwas bei mir brennt. Hier sehen wir irgendein Theaterstück und dort kommt jetzt Jesus angeflogen auf. Super realistisch. Jesus denkt auch, er ist Superman geworden, oder? Was
Das habe ich mir hier gerade angeschaut. Und war das jetzt doch eine Hochzeit? Und das ist der Mann, der so reingeflogen kommt? Okay, du hattest deinen Main-Character-Moment. Du hast jetzt das, was du wolltest. Ja, du bist der Krasseste. Du stehst jetzt im Mittelpunkt. Was für ein beschissener Auftritt war das denn? Würde ich dort im Publikum sitzen und das sehen? Ich würde mein komplettes Leben hinterfragen und mir denken, dass das hier gerade 100% eine Simulation ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Yo, hier gebe ich erstmal mein Shoutout an alle Leute, die hässlich sind und dazu stehen. Und nicht sowas mit sich machen lassen. Oh mein Gott! Was ist das denn? Wieso hat sie das getan? Okay, ich weiß, wir leben heutzutage in einer Welt, wo es echt sehr, sehr schwer ist, wenn man hässlich ist, okay? Und da greift man halt einfach schnell mal zur Schönheitsoperation. Aber was ist das denn? Sie sieht doch eigentlich komplett normal aus. Ein komplett normales, schönes Mädchen. Und was ist dann passiert? Sie hat Schlauchboot vorne an den Mund bekommen. Wer auch immer der Arzt war, GG's. Du hast sie offiziell verarscht. Du kannst jetzt eigentlich auflösen. Kommt da jetzt noch eine Auflösung? Vielleicht waren das hier auch einfach die Ärzte von ihr. Ich hoffe mal. Ich check solche Schönheitsoperationen echt nicht, ne? Wie kann man denn dorthin gehen? Und eigentlich heißt es Schönheitsoperation. Aber bei den meisten kommt man einfach schlimmer wieder raus, als man reingegangen ist. Es gibt da noch so einen Arzt auf TikTok und ich weiß nicht, ob ihr den schon entdeckt habt. Der heißt Dr. Kim. Sehr seriöser Name, muss ich echt sagen. Dr. Kim. Wenn mein Arzt Dr. Kim heißen würde, ich würde direkt abhauen. Und der hat sich darauf spezialisiert, Facelifts zu machen, okay? Und damit will er hauptsächlich alten Leuten helfen, wieder jung auszusehen. Und schauen wir uns mal an, wie das so klappt. Before. Okay, eine ganz normale ältere Frau. Ich verstehe jetzt nicht, wieso sie zu einer Schönheitsoperation gehen sollte. Giddy up. Giddy up. Das ist nicht die gleiche Frau, oder? Kommt da jetzt noch eine Auflösung? Giddy up. 74 Jahre alt? Die Frau sah da vorher eigentlich ganz gut für ihr Alter aus. Was ist jetzt geschehen? Stellt euch doch mal vor, das wäre eure Oma gewesen. So eigentlich so Omas, das ist so extra süß, dass die halt schon so alt aussehen. Das passt halt auch einfach zu Omas, okay? Deswegen sind Omas Omas. Es gehört halt dazu. So eines Tages, ihr seid so bei eurer Oma und zwei Wochen später, ihr kommt zu eurer Oma und auf einmal sieht sie so aus. Ich würde beide Beine in die Hand nehmen und wegrennen. Das ist nicht mehr meine Oma. Das ist nicht mehr meine Oma. Sie sieht original aus wie eine Puppe aus einem Horrorfilm. Was hat dieser Dr. Kim mit ihr gemacht? Ich würde mein Geld zurückwollen. Ich würde mein altes Gesicht zurückwollen. Ach du heilige Sch... Das muss wirklich verboten werden. Was macht der mit seinen Kunden? Die Oma tut mir echt leid. Und ja, wie schon gesagt, vor allem tut mir ihre Familie leid. Das kann man doch nicht mehr vermarkten. Ich habe das Gefühl, dieser Dr. Kim hat überhaupt gar keine Lizenz, sondern hat irgendwie aus dem Puppengeschäft bei sich um die Ecke das Gesicht rausgeschnitten und da drauf geklatscht. Und Dr. Kim hat auch seinen nächsten Kunden gefunden. Before, ey, bitte, wozu brauchst du denn eine Schönheitsoperation? Wieso? Wieso denn bitte? Du siehst doch komplett normal aus für dein Alter. Bisschen Falten hier, bisschen Falten da, bisschen hängendes Gesicht. Ja, okay, aber du bist ja auch schon älter. Das ist ja komplett normal im Alter. Aber ich bin mal gespannt. Ich hoffe, Dr. Kim sch*t jetzt hier nicht komplett rein. What the fuck? Nein, nein, nein. Nein, das könnt ihr nicht ernst meinen. Es muss ein Filter sein, oder? Oder? Nein, es ist kein Filter. Ich kann euch beruhigen. Der Typ sieht jetzt wirklich so scheiße aus. Ey, der Nächste, der verarscht wurde von Dr. Kim. Dr. Kim ist heute im Trollermodus, glaube ich, unterwegs. Der scheißt einmal komplett bei allen rein und sagt danach, it's a prank, it's a prank. Nur für mein cooles TikTok habe ich euch auseinandergenommen. Was hat der mit ihm angestellt? Ich finde, er sah vorher normal aus. Und jetzt sieht er... Ja, wie sieht er aus? Ich kann das nicht beschreiben. Das sieht so unglaublich scheiße aus. Der hat sein Leben auseinandergenommen. Der wollte zum Schönheitschirurgen, um wieder schön auszusehen. Und jetzt, Bro... Jeder Mensch, den du begegnen wirst, der wird Angst haben und panisch wegrennen vor dir. Geil, hat sich gelohnt. Dafür gingen halt nur seine kompletten Lebensersparnisse drauf. Naja, passiert halt. Der hat ihn auseinandergenommen. Der ist wahrscheinlich durch irgendeine Instagram-Werbung drauf reingefallen und jetzt hat er den Salat. Okay, Versuch Nummer 3. Eigentlich alle guten Dinge sind 3. Vielleicht haben wir hier jetzt die erste Person, bei der sich die Schönheitsoperation lohnen wird. Ah, na gut, schauen wir uns das mal an.
Die wollte Facelift haben, aber hat einfach Geschlechter umtauscht bekommen. Was passiert? Die ist einfach ein Junge geworden. Oh mein Gott, das tut mir so leid, ne? Wir machen uns jetzt hier gerade lustig so und ich erschrecke mich auch vor denen, ja? Aber insgeheim tut mir das echt unglaublich leid. Das sind irgendwelche Menschen, die durch irgendwelche falschen Versprechungen jetzt ihr gesamtes Leben so aussehen. Das hat gar nichts mehr mit der Person vorher zu tun. Wenn das hier deine Mutter ist und du sie ein paar Wochen später so wieder siehst, ich würde nicht mal checken, dass das meine Mom ist. Ich werde mir denken so, yo, what the? Wer bist du? Verpiss dich aus meinem Haus. Geh weg, du Fremder. Das ist crazy, Mann. Das ist wirklich crazy. Deswegen, Leute, falls ihr abgrundtief hässlich seid, dann ist das halt so, okay? Darauf kommt es nicht an im Leben, alright? Ich küsse euer Herz. Hallöchen, für mein einjähriges Baby gab es zum Abendessen einmal einen halben runden Hamburger. Wie jetzt für dein einjähriges Kind? Dein einjähriges Kind bekommt zum Abendbrot einen verdammten Hamburger von McDonald's? Ist das dein Ernst? Dazu gab es noch ein paar gelbe Strichpommes und noch zwei Chick McNuggets und das habe ich alles mit der Schere klein geschnitten. Dann kam noch weiße Wackelremoulade rausgespritzt. Die musste ich auch klein schneiden, damit sie nicht große Stücke isst. Sie hat den ganzen Teller aufgegessen. Ich habe Cola in mundgerechte Stücke geschnitten. Meine Kinder bekommen kein Cola. Ich habe die Cola getrunken. Ich wollte nur sehen, wer mich wieder hatet. Ah, eine verantwortungsvolle Mutter. Ihre Kinder bekommen keine Cola und somit nicht diesen sinnlosen Zucker. Nice. Dafür bekommen sie halt einfach nur verdammte Pommes, Chicken McNuggets, irgendeine Soße und einen Burger von McDonald's zum Abendessen. Geil, Mann. Was eine verantwortungsbewusste Mutter. Wow. Ich wünschte, meine Mutter hätte mich damals so gefüttert. Dann sehe ich vielleicht heute so aus. Korrekt. Ich glaube, das ist die schlimmste Mutter aus dem Jahr 2024. Mir tun ihre Kinder leid. Das war's mit denen. Was ist das denn hier für ein Schrottladen? Nur eine Sorte von Jenergy. Schmeiß den Molotow-Cocktail rein. Gut, alles klar. Das reicht mir jetzt auch schon wieder. Genug TikTok für heute. Meine lieben Damen und Herren, falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Peace out.